Was? Du willst, dass ich dich heirate? Auf keinen Fall! Warte mal! Ich meine, ja! Ich sage ja, mein Geliebter! Pinky kann es kaum erwarten, ihren Freund ihre Freundin vorzustellen. Er ist so großartig, super süß und auch sehr schlau. Annie ist begeistert, aber mal sehen, wer der Märchenprinz wirklich ist. Das ist Ewald. Wow, er ist wirklich hübsch. Und das Kennenlernen läuft nicht gerade nach Plan. Annie ist in den Freund ihrer besten Freundin verliebt. Das ist kein Scherz. Hey, vergiss es. Armes Ding, sie ist wirklich verrückt nach ihm. Sie denkt nur noch an Ewald. Oh, wie sie sich bloß wünschen würde, dass er hereinplatzt und ihr seine Liebe gesteht. Was für ein Traum. Aber leider Gottes sollte es nicht so sein. In Wirklichkeit kann Annie nur Baby Bobo küssen. Uff, warum ist das Leben so grausam? Warum? Ewald geht seinem Alltag nach. Huh, warum hat er seine Schlüssel in der Blumenvase gelassen? Er ist noch immer alles, was Annie haben möchte. Sie ist sehr entschlossen. Verfolgt sie wirklich ihren Traummann? Die Tarnung hat definitiv funktioniert. Aber sie hätte Baby Bobo nicht mitnehmen sollen. Ihm gefallen die Gebüsche scheinbar zu sehr. Die erste Aufgabe war, in Ewalds Haus zu kommen. Sie hat ihm aus irgendeinem Grund nachspioniert. Jetzt weiß sie, wo die Schlüssel sind. Was für ein cooles Haus. Ah, Ewald lebt wirklich hier. Allerdings kippt dieses Bild die Stimmung. Oh, dieses Schild riecht immer noch nach ihm. Warum konnte ich ihn nicht zuerst kennenlernen? Mist, da kommt jemand. Ewald und Pinky? Das ist nicht gut. Hey, hast du die Schlüssel gesehen? Während sich das Pärchen über die Schlüssel streitet, sucht Annie nach einem Versteck. Ah, wo soll ich hin? Wie oft muss ich dir sagen, dass du die Schlüssel nicht an einem offensichtlichen Ort lassen sollst? Und die Tür ist aus irgendeinem Grund offen. Hat sich jemand reingeschlichen? Oder hast du schon wieder vergessen, die Tür abzuschließen? Oh ja, Annies Spionagetalent ist offensichtlich. Ups, was zum Teufel? Hast du unser Bild umgedreht? Es wurde wahrscheinlich vom Wind umgestoßen. Und vielleicht sollten wir uns nicht über Kleinigkeiten streiten. Annie, worauf wartest du? Es wird Zeit abzuhauen. Wenn sich Annie in jemanden verliebt, meint sie das richtig ernst? Tut mir leid, Justin, das war's für dich. Mein Herz gehört einem anderen. Wow, ich frage mich, woher Annie so viele Bilder von Ewald hat. Spioniert sie ihm wieder hinterher? Oder hat sie von Pinky geklaut? Fertig. Er ist so hübsch. Annie könnte ihn stundenlang anstarren. Und natürlich hat sie sein Foto auch in ihrem Telefon. Wie könnte sie nur ohne leben? Alles, was mit ihm zu tun hat, ist so wunderbar. Mist, Pinky ruft an. Vielleicht will sie ihren Freund verlassen. Uff. Nein, sie will Annie nur zu einem Spaziergang einladen. Oh, aber Ewald wird mit ihr kommen. Ja, Annie muss umwerfend aussehen. Gute Arbeit, Annie, du hast es geschafft. Aber High Heels und ein Kleid? Für einen Spaziergang? Wir haben dich eingeladen, damit du mit uns trainierst. Aber in diesem Outfit kannst du gar nichts machen. Ewald kannst du so bestimmt nicht erobern. Aber Annie gibt ihr Bestes.
auf, das sind die Schuhe. Brauchst du etwas Wasser? Das ist eine Katastrophe. Wow, Annie hat sogar ein Kissen mit Ewalds Gesicht bestellt. Hey, Pinky. Was? Du kommst jetzt zu mir? Schneller Aufräummodus aktiviert. Vergib mir, Ewald. Das dauert nur eine kurze Zeit lang. Aber sie schafft es nicht, alles rechtzeitig zu verstecken. Oh, du bist schon hier? Neues Kissen? Was soll das alles? Was macht mein Freund in deinem Schlafzimmer? Scheinbar wird Annie gerade durchschaut. Oh, Überraschung. Das ist ein Geschenk für dich, Baby. Mit Liebe gemacht. Oh, sie hat es gerade noch geschafft, sich rauszureden. Oh, und Pinky hat ihr Telefon dagelassen. Zeit, sich Ewalds Nummer zu holen. Gerade rechtzeitig. Danke nochmal für das Geschenk. Ja, ja, dir auch. Nummer speichern. Viele extra Herzchen. Das ist Liebe. Was wäre, wenn Annie alle Regeln bricht? Und ihre Gefühle einfach gesteht? Sie müsste kreativ sein. Sie möchte nicht banal wie Pinky sein. Sie hat so ein süßes Poster entworfen. Hey, du heiße Schnitte, schau mal aus dem Fenster. Ewald ist gelinde gesagt etwas überrascht. Hey, was ist hier los? Oh, es ist ein Scheitern. Wir müssen etwas unternehmen. So. Ich liebe Ewald und Pinky. Ich feiere euch, Leute. Puh, das war schon wieder knapp. Ewald hat Annie gesagt, dass sie Freunde sind. Und Freunde sollten sich gegenseitig helfen, oder? Also, Ewald, ich brauche bitte deine Hilfe. Nichts Persönliches. Sie muss ihn nur zu sich nach Hause locken. Und Ewald ist der perfekte Gentleman. Er ist ein paar Minuten später angekommen. Was ist los, Annie? Warte mal, was? Ich soll ein Bild richten? Dein Ernst? Ich dachte, du steckst in Schwierigkeiten. Na, das hat nicht geklappt. Das ist scheinbar viel schwerer, als sie dachte. Vielleicht sterbe ich. Was? Ist er gegangen? Er ist so herzlos. Es ist fast unmöglich für Annie, ihre Gefühle vor Pinky zu verstecken. Als ob sie erwischt werden will. Wie zum Beispiel jetzt, als ihre Freundin versucht, jemanden anzurufen. Hey, woher hast du die Nummer meines Freundes? Warum sind hier die ganzen Herzen? Oh, denk, Annie, denk! Was? Das ist noch nicht mal mein Telefon! Hat ihr Pinky geglaubt? Ein paar Freunde haben Annie in ein Café eingeladen. Und sie ist glücklich darüber. Auch wenn es nur eine gute Ausrede ist, ihren Traummann zu sehen. Sie kann sogar etwas flirten. Natürlich ganz diskret. Ewald ist es scheinbar egal. Er glaubt, dass es Pinkys Bein ist. Aber er hat gar keine Ahnung. Und jetzt haben sich alle mit den Beinen verheddert. Annie gibt als erstes auf. Sie hält Ewalds Gleichgültigkeit nicht aus. Was muss sie noch tun? Ewald hat eine Überraschung für Pinky. Wow! Zwei Tickets für eine Filmpremiere. Großartig, wir waren schon so lange nicht mehr im Kino. Ich kann es kaum erwarten, Annie Bescheid zu geben. Für sicher? Auf keinen Fall. Ich bin allergisch. Gute Neuigkeiten. Lass uns deinen kleinen Ausflug ins Kino streichen. Noch mehr Allergene. Mehr. Oh, Schatz, läuft dein Mascara? Hey. Oh, hallo, Allergien. Warum ist das passiert? Ich habe mir den Pfirsich bloß angeguckt. Ewald wird alleine gehen müssen. Hey, warum sollte er ein Ticket verschwenden? Annie würde ihm so gerne Gesellschaft leisten.
Keine Sorge, Baby, ich gehe gerne an deiner Stelle. Annie ist begeistert, als plötzlich... Wow. Oh, hey, Michael! Willst du ins Kino gehen? Gerne! Dann geh doch mit ihm! Das ist ein schreckliches Unglück. Wann endet es? Annie will es nicht mehr riskieren. Es wird Zeit für ein bisschen Magie. Sie kennt ein Liebestrankrezept. Eine Wahrsagerin, die sie getroffen hat, hat gesagt, dass es definitiv klappen wird. Scheinbar stimmt es. Er wird endlich mir gehören. Jetzt muss er nur noch den Trank trinken. Das wird einfach sein. Annie ist schon super in der Spionage. Was ist das? Ein Haar? In dieses Café komme ich nie wieder. Annie hat schon wieder versagt. Sind ihre Träume von Ewald dazu verdammt, für immer nur Träume zu bleiben? Annies Herz ist gebrochen. Und nur er kann es wieder heilen. Das ist es. Sie muss ihm von ihren Gefühlen erzählen. Egal zu welchen Konsequenzen es führt. Aber das schafft sie nicht, ohne zu proben. Ewald, meine Seele, ich liebe dich. Nicht schlecht, oder? Es wird Zeit, um die Liebe zu kämpfen. Und hier ist das glückliche Pärchen. Es wird genauso wie im Film sein. Zeitlupe. Ein dramatisches Geständnis. Feuchte Küsse. Aber die Realität ist kalt und grausam. Was stimmt mit dir nicht? Hallo. Hi und tschüss. Die Geliebten laufen dem Sonnenuntergang entgegen und Annie ist schon wieder ganz alleine. Das ist so eine Tragödie. Hat dir die Geschichte über ein Mädchen, welches sich in den Freund ihrer Freundin verliebt hat, gefallen? Was denkst du, wie es endet? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, falls du neu bist. Klicke auf die Glocke, damit du gleich über unsere neuen Sketche auf TrumTrumWow informiert wirst.